Jetzt den nackten Mann bringen, oder? Wenn eine Ziege kackt, dann sieht's genauso aus. Elena, bitte. Also, ich mache jetzt die veganen Burger-Patties in, ich schalle die in den Dingsbums rein. Du schallerst sie. Ich schaller sie ein, damit die anfangen zu triefen. Mhm. Und dann hole ich sie her. Alles verstanden? Wie viel Fett haben wir nochmal? Ich glaube, weiß nicht, 11%. Chat, wie viel Gramm Fett hatten die? 11% hatten die. Genau. 5,5 Gramm, ganz genau so sieht's aus. Okay, ich gehe mal. Sico, cardiamupame. Verfolge dich. Hey Nico. Ja? Kannst du mir mal bitte verraten, welcher Idiot so Brötchen schneidet? Wie meinst du das? Na, ich meine dich damit. Warum, was ist los? Du hast die komplett aufgeschnitten. Wer? Wer macht das denn? Da trieft doch alles raus. Also was genau soll jetzt bei den Sachen, die wir jetzt hier kochen, trieben? Man macht die Hälfte und dann klappt man es auf, so dass es zu bleibt. Verstehst du? Ich mach das nicht so, ne? Du bist lost, Alter. Du bist lost. Du bist lost. Bist du Stress? Komm her. Komm her. Komm her. Was stimmt, Lazarus? Halt mal die Schnauze, Digga. Ich hab's genau. Ja, ich wahrscheinlich labere jetzt wieder dumm nach. Oh Mann, so true von Elena, Digga. So goddamn fucking true. Ah, Latze, du Idiot. Wie kannst du nur so dumm sein und die Brötchen nicht zur Hälfte durchschneiden? Standen selber noch nicht einmal in der Küche, haben noch nicht einmal was gekocht in ihrem Drecksleben. Aber ja, Mann, Elena, so goddamn fucking true. Ihr seid so lost. Wirklich so lost. Das ist unfassbar, Digga. Es ist unfassbar, Digga. Ganz, 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 ganz übles Ding, Digga. So, Timo Reset mit 5 Euro. Folge dich seit einem Commentary mit Danny Burnish fast pausenlos. Hatte dich eine Zeit lang deabonniert, als du zu der aktiven Bella und Tim-Zeit deinen Humor ein bisschen liegen lassen hast. Bin froh, dass du wieder da bist. Hashtag no schwul. Okay, ey Bro, ganz ehrlich, freut mich voll zu hören, Digga. Ohne Spaß. Und ich kann es auch wirklich absolut nachvollziehen, dass du das so gemacht hast, Bruder. Ich habe mir neulich auch da nochmal Gedanken drüber gemacht und ja, Mann, du hast richtig beschrieben, Digga. Ich habe einfach meinen Humor abgegeben, ist so. Animelo mit einem Zehner. Bro, ich küsse deine Augen. Vielen, vielen Dank, Digga. Schlafrhythmus komplett am Arsch, aber habe deinen Stream trotzdem um 14 Uhr angemacht und bis 17.30 Uhr gepennt. Hoffe, ich habe nichts verpasst beim besten Streamer. Elena? Schnuggi? Was? Alles gut? Schnuggi? Ja. Alles gut? Ja. Genau. Den nackten Mann bringen, oder? Alles gut? Mhm. Passt es Ihnen jetzt so, Sir? Sag mal. Könntest du die bitte noch ein bisschen? Halt im Moment. Ich mach gar nichts mehr. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen Teller. Nein. Ich würde sagen, wir belegen die hier auf der trockenen Seite. Guck mal, Elena. Jetzt musst du dich um nichts mehr kümmern, ich mach den ganzen Rest, okay? Nee. Hättest du gerne mit Falafel oder mit dem anderen? Mit den kleinen Runden. Aber schneid die in der Mitte durch. Ja, natürlich. Ich habe mir davor kurz noch in die Hände gewichst, deswegen alles in Ordnung. So. Zack. Das ist das Oberteil, wir brauchen ein Unterteil. Willst du mehrere? Ja, oder? Wie mehrere? Also ich mach dir 2 Stück drauf, ja? Genau. So. So, dass es passt halt. Zack, so. Dann, hallo, aber du hast es voll falsch gemacht. Da kommt erstmal Ketchup drauf. Achso, du willst Ketchup? Ja, und Senf. Kein Problem, mach ich dir drauf. Dann mach auf die andere Seite. Willst du mich gerade. Also, hast du schlechte Laune oder was? Nee. Bist du sicher? Ja. Hast du schlechte Laune? Nein. Gut. Wieso? Ja, nee, weil du so gewirkt hast, als hättest du schlechte Laune. Nee, alles gut. Okay, gut. Hast du schlechte Laune? Ja. Gut. Sehr gut. Nee, weil du so gewirkt hast, als hättest du gute Laune. Mann, geh mir nicht auf den Sack, Mann, sonst geht mir wirklich auf die schlechte Laune. Was hast du gerade zu mir gesagt? Dass du mir nicht auf meinen Sack gehen sollst. Hast du einen Sack oder was? Ja, weißt du doch, wir haben doch darüber gesprochen, dass ich mich umoperieren lassen habe. Grüße gehen raus in Monte. Wie jetzt? Monte steht ja da drauf. Auf Säcke? Sozusagen, ja. Okay. Interesting. So, also wir werden jetzt erstmal. Willst du hier drauf gesüxt haben oder da? Beides da. Wie kann man so super asozial essen, frage ich mich. Hm. Free Pfeffer. Was? Free Pfeffer. Ja, haben wir vergessen. Machen wir beim zweiten. Übrigens, ich habe die mit Käse angebraten, ja? Was?
Na, die Patties. Mit Käse? Ja. Ernsthaft? Ja. Was ist denn schlimm? Ich bin laktoseintolerant. Scheiße, und jetzt? Jetzt hast du mal, hast du nicht gemacht, oder? Doch. Jetzt, nee, oder? Doch, wirklich. Nee, da ist doch gar kein Käse dran. Es ist innen drin Käse. Oh Mann, Alter. Genau. Und ich kann mal auch echt Hops nehmen. Och, Manno! Komm, ich helf dir. Sorry. Recht. Genau. Was soll ich jetzt damit? Was? Ey, Digga, sei mal ruhig da oben. Jetzt, Chat, passt auf. Perfekt. Ich sag doch, das wäre für einen imaginären Joint perfekt. Schnief's mal hoch. Schnief mal übers Brötchen drüber. Hä? Schnief mal übers Brötchen drüber. Nee. Aufs Brot. Warte. Vorsichtig. Warte, mach mal auf. Das geht daneben. Warte, nein, ich mach das richtig. Warte. Über dem Teller. Wenn eine Ziege kackt, dann sieht's genauso aus. Kommt immer kurz ein paar Bälle raus. Und dann kommt ganz viel. Dann wieder ein bisschen. Dann ist das so ein Haufen. Genau. Alle Ziegenkacke. Aber wirklich. Warte kurz. Entspannt. Okay, ist okay. Oder? Ist mir gerade eingefallen. Der kam lange nicht mehr. Genau. Willst du nicht mal mitsingen? Hörst du diese Ruhe? Mhm. Draußen zwitschern die Vögel. Und drin zwitscht Elena. Oh shit. Oh Mann. Und ja. Was denn? Snitch. Snitcht Elena. Du hast eine grüne Alge in deinem Zahn da. Warte. Wir werden jetzt ganz kurz uns entspannen. Ach ja. Oh yeah! Entspann dich. Ich entspann mich doch. Weiter. Ja, hör auf. Was denn? Was machst du denn? Nichts, ich wollte so einen Burger. Schlechteste Ausrede, die ich in meinem Leben gehört habe. Wieso? Ich wollte mir schlechteste Burger. Ausrede. Also, ich doch wirklich so schlecht geschauspielert von dir. Gib mir doch einen Burger, Patty. Du hattest doch gar keinen Hunger mehr. Ja, aber ich wollte ihn nur kurz haben. Alter, du kannst so unglaublich schlecht schauspielen. Das ist krass. Das glaube ich nicht. Willst du dich nicht weiter entspannen? Junge, mit deinen eigenen deinen Zähnen. Nein. Weißt du, womit Entspannung auch zu tun hat? Mit Entspannen? Entspannung hat auch damit zu tun, dass keine Nervige neben einem sitzt, die irgendeinen Streich spielen will. Ich will doch keinen Streich spielen. Aber in einem Burger Patty essen. Gib mir doch eins. Nee, jetzt habe ich wieder keinen Hunger. Verstehe. Ach, schieß. Wisst ihr, in dem Livestream ist es hin wieder auch einfach mal wichtig, einfach mal da zu sitzen. Versteht ihr? Das ist voll unangenehm, einfach nur da zu sitzen. Ja, einfach mal da zu sitzen. Genau. Machst du die ganze Zeit, Jamal. Aber Jamal, normalerweise erzähle ich den Leuten ja, ich gebe denen ja Business-Tipps, ich gebe denen Lebenstipps mit auf den Weg. Die Leute sind ja, also ich bin ja das krasse Vorbild von den Leuten. Die Leute nehmen sich mich als Beispiel in jeglichen Situationen. Und jetzt ist es für mich einfach nur so, dass ich, dass ich auch einfach nur da sitze, weißt du, was ich meine? Und beim Dasitzen und nichts tun. Charlotte Hayes, 10 zum Hildekampf raus. Bruder Hayes, Kuss. Absoluter Ehrengott, der Hayes, Digga. Wer von euch ist seit Anfang an dabei und gibt sich den Stream bis ganz ans Ende? Komm, eine Sache kannst du machen. Ja, ich bin fit, aber lass mich kurz strecken. Oh yeah! Ich hab mich gestreckt. Oh yeah. Ja, genau. Ich balanciere das. Oh Mann. Ich balanciere das. So, ich bin wieder alleine am Start. Nico, der Chat hat dich nicht vermisst. Der Chat hat mich vermisst. Jeder, der jetzt Daumen nach uns spammt, hat mich übel vermisst und freut sich krass, dass ich zurück bin. Jeder Einzelne, der Daumen nach uns spammt, freut sich gerade übel. Ich glaube, ich drück jetzt einfach Alte. Du weißt nicht mal, wo Alte 4 ist. Natürlich. Oh Mann. Warte, Alt.
Und da eine 4. Ey, ich merke gerade erst, dass es einfach mal sau entspannt ist, tagsüber zu streamen. Ich merke das gerade, ich realisiere es gerade. Das machst du sonst nie, ne? Nee, ich stream immer nachts, ich realisiere es gerade. Komm, hau rein. Ich muss dich stehen lassen. Was hat mein böser Chat dir wieder gesagt? Hat aber echt mit dieser Ziegenkacke dieses andere Cringe-Level erreicht. Grüße aus München. Im Guten. Aber das ist doch so. Wir werden jetzt... Genau. Hattest du nicht das in der Vorstellungskraft in dem Moment, als du so leicht runtergeprieselt hast? Geprieselt? Ey, wenn du diese Wörter sagst, das ist so weird, Mann. Warum? Weil dein Akzent... Heul doch nicht. Nein, ich heul. Wobei ich nicht wie eine Deutsche komplett klinge. Ist doch nicht schlimm, aber es hört sich einfach so komisch an, wenn du so... Wie hast du noch? Geprieselt. Geprieselt. Genau. Aber das heißt ja Riesel, nicht Priesel. Nee, ich priesel runter. Oder ich piesel runter. Ich priesel runter. Das heißt Riesel. Nein, ich priesel. Und eine Prise Salz, ich priesel. Das heißt Prise und Prise Salz. Stimmt. Hier dein Kopfhörer. Genau. Oh Mann. Ganz, ganz, ganz übles Ding. Und der Haze schallert direkt noch 15 von Unity ganz in der Erde. Kuss. Oh. Du prieselst gleich noch auf was, oder? Ich priesel mir gleich einen imaginären Joint. Alter, du bist so lost. Ich bin nicht lost, Mann. Ich kenn nur meine Wörter nicht. Kennst du dieses Sprichwort? Genau. Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Wahrscheinlich Sprichwort. Okay. So. Und dann gibt's noch jemand. Oh, preiset den Herrn. Ja. Oh, preiset den Herrn. Ja. Ja? Und du sagst einfach. Leise preiselt der Herr. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu. Ach du heilige Scheiße. Wir wollten das... Ich habe mir das Video gerade nicht wirklich bis zum Schluss gegeben, oder? Ich noch ein Intro mache. Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis da. She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She